In einer Zeit, in der die Beliebtheit von Outdoor-Aktivitäten wie etwa Mountainbiken und Wandern stetig zunimmt, wird es immer wichtiger, eine Balance zwischen den Interessen von Freizeitnutzern und Landwirten zu finden. Die steigende Anzahl von Menschen, die ihre Freizeit in ländlichen Gebieten verbringen wollen, führt unweigerlich zu Interessenskonflikten. Mehr dazu erfahren Sie jetzt. Die zunehmende Freizeitnutzung führt oftmals zu unbeabsichtigten Störungen, die sowohl die Tierwelt als auch weidende Nutztiere und landwirtschaftliche Aktivitäten beeinträchtigen. Daher ist es entscheidend, auf die rechtlichen Gegebenheiten hinzuweisen und Freizeitsportlern deren Pflichten zu verdeutlichen. Nur so kann es gelingen, das gegenseitige Verständnis zu fördern. Das seit 1. Mai geltende Haftungsrechtsänderungsgesetz 2024 brachte eine wichtige Erleichterung. Es ist ein wesentlicher und wichtiger Schritt für uns, gerade für die Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer, weil damit vonstatten geht, dass wir wirklich auch Rechtssicherheit bekommen. Bisher war es ja so, dass der Grundbesitzer grundsätzlich schuld war, wenn irgendwas passiert ist, auf seiner Fläche, vor allem im Wald. Nun ist es so mit dieser Änderung, dass eine Beweislastumkehr vonstatten gegangen ist. Das heißt, der Geschädigte muss jetzt nachweisen, dass der Grundbesitzer fahrlässig gehandelt hat. Und das ist wesentlich und wichtig, weil es darum geht, Verantwortung zu übernehmen auf allen Seiten. Grundbesitzer genauso wie auch jene, die in der Freizeit die Natur und auch den Wald genießen wollen. Und das ist schon wichtig auch für die Zukunft. Leider gibt es hier noch einen Graubereich. Der Bauernbund setzt sich dafür ein, dass dieser vom Bund geklärt wird. Es geht darum, bei den Radstrecken das auch wirklich sauber ausweisen zu müssen. Grundsätzlich darf man im Wald ja nicht Radfahren, es sei denn, es sind Radstrecken, die ausgewiesen sind. Aber wir müssen nun, und das sehen wir in dieser Gesetzesmaterie, jene Forststraßen, die nicht dezidiert Radstraßen sind, müssten mit einem Fahrverbotstafel ausgewiesen werden. Und es müsste dabei stehen Forststraße, damit dort auch wirklich die Haftungsfrage ausgeschlossen ist. Und ich möchte keinen Schilderwald bei uns in Oberösterreich, sondern ich möchte wirklich, dass hier die Strecken ausgewiesen werden, die zum Radfahren geeignet sind. Und das möchten wir auch gemeinsam mit dem Bund noch klären. Manfred Parkfreder ist Landwirt und Bauernbundobmann von St. Magdalena bei Linz und führt gemeinsam mit seiner Frau Astrid einen Rindermastbetrieb. Ein weiteres betriebliches Standbein ist die Forstwirtschaft. Er ist, wie viele seiner Nachbarn, ein Betroffener des Ansturms an Freizeitnutzern im stadtnahen Gebiet. Teilweise wird halt Querfeld eingefahren und das geht halt einfach nicht. Man muss sich halt auch an gewisse Regeln halten, weil es kann nicht jeder mitten in die Wiesen und Felder stehen und Spaziergänger mitten im Getreidefeld warten, bis das der nächste kommt. Das geht halt einfach nicht. Viele Menschen denken bei ihrem Verhalten zu wenig nach, da sie kaum bis keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft haben. Das Wissen um die heimische Landwirtschaft ist über jede Generation hinweg weniger geworden. Feldeinfahrten, Wieseneinfahrten, Waldeinfahrten werden zugeparkt. Dann kann ich natürlich nicht auf meine Wiese oder auf mein Feld hin. Dann muss ich wieder Umwege fahren, weil ich kann nicht jeden anzeigen, so viel Zeit habe ich nicht. Und das ist natürlich extrem störend. Halt mich auf bei der Arbeit, geht nicht. Was gibt es da nur für Fälle, die besonders stören? Wenn man abgesperrt hat, egal ob Waldarbeiten, und es wird dann trotzdem durchgegangen, das ist natürlich schon störend. Wenn man Baumschlägerungsarbeiten hat und es gehen die Leute durch, das ist ja wirklich gefährlich auch. Ein Problem sind auch die vielen Apps, die es mittlerweile gibt und den Mountainbikern und Wanderern die Möglichkeit bieten, befahrene oder begangene Routen hochzuladen und so für die nachfolgenden Benutzer sichtbar zu machen. Diese können dann nicht mehr unterscheiden, ob es sich um einen offiziellen Mountainbike- oder Wanderweg handelt. Der OÖ Bauernbund nimmt sich seit vielen Jahren dieses Themas an. Mit der Informationstafel Bitte nicht betreten oder befahren, die im Bauernbund-Shop auf der Website erhältlich ist, will der OÖ Bauernbund auf diese Gegebenheiten aufmerksam machen. Ja, unser Appell ist auf jeden Fall, dass man die Wege, die vorhanden sind, nutzt. Es gibt in Oberösterreich wirklich ein wunderbar ausgebautes Mountainbike-Wegenetz, ein Wandernetz, ein Reitnetz. Es sind wirklich sehr, sehr stark ausgebaut. Alleine im Mühlviertel 3000 Kilometer Mountainbike-Netz und insgesamt wahrscheinlich 5.000, 6.000 Kilometer, die es gibt. Und die sollte man nutzen und nicht einfach überall durch die Wälder, Felder durchfahren, wo eigentlich das Fahren verboten ist oder das Reiten verboten ist, sondern die Wege nutzen, die vorhanden sind. Die Lösung der Konflikte erfordert einen ständigen Dialog zwischen allen Beteiligten. Die geplante Mountainbike-Strategie, die Initiative des Landes Oberösterreich in unserer Natur und die verstärkte Nutzung von Vertragsmodellen, besonders seitens des OÖ Tourismus, bieten eine vielversprechende Ausgangsbasis, um den verschiedensten Interessen gerecht zu werden und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen zu schützen.